Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven, herzlich willkommen auf meinem Kanal Der Schmale Smart Life. Hier findet ihr alles rund um das Thema smarte Consumer Electronic und ab sofort auch das Unboxing dieser BenQ Screenbar E-Reading Lamp, die so groß ist, dass sie mein Gesicht komplett verdeckt. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Wenn ihr zu den Themen smarte Consumer Electronic in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und folgt mir auf Social Media. Bevor wir uns aber anschauen, was in dem Karton zu finden ist, werden wir uns erstmal anschauen, was um den Karton herum zu sehen ist. Und auf die Weise tasten wir uns dann langsam an das gute Stück heran. Also, wir sehen hier diese Screenbar, also ein langer Stab, der als Lampe oben auf dem Monitor des PCs befestigt werden kann. Und ansonsten ist der Karton doch recht clean gehalten vorne. Wir sehen hier an der Seite eine Seriennummer und aber auch keine besonders wichtigen Hinweise, auch hier nicht. Das einzig Interessante ist nochmal auf der Rückseite, da haben wir nämlich einige Verbraucherhinweise. Und zwar Step 1, 2 und 3, was uns erwartet. Step 1 ist, dass wir die Lampe in den Clip hineinmachen sollen, also miteinander verbinden sollen, damit er dann richtig drin ist. Und zwar nicht schieben, sondern klippen steht hier als erstes. Okay, wahrscheinlich hätte ich tatsächlich geschoben. Gut, dass wir das zusammen uns angeguckt haben. Und der Step 2 ist dann der Hinweis auf jeden Fall, dass man das Gewicht wohl verschieben kann und halt dementsprechend, dass das Ganze gut auf dem Monitor hält. Und hier Schritt Nummer 3 ist, dass ich das USB-Kabel einklippen soll. Und das finde ich halt schon ganz gut, will ich auch gleich mal schon vorweg sagen. Das Kabel ist auf beiden Seiten auswechselbar. Das heißt, also auf beiden Seiten auswechselbar. Es ist überhaupt auswechselbar, dadurch, dass es an beiden Seiten rausnehmbar ist. Denn das ist kein statisches Kabel, das irgendwie mit der Lampe fest verschmolzen, fest verbunden ist, sondern man kann es direkt reinstecken. Und wenn dann nämlich das USB-Kabel nicht lang genug sein sollte, das dabei ist, dann habt ihr halt die Möglichkeit, ein eigenes USB-Kabel zu nehmen. Finde ich sehr praktisch. So, schauen wir weiter. Eigentlich gibt es aber auch gar nichts mehr weiteres auf diesem Karton zu sehen. Also werden wir uns jetzt mal hier dieses Samurai-Schwert, da haben wir es auf dem Monitor, dieses Samurai-Schwert schnappen und den Karton hier mal öffnen. So, und auf der Seite. Und dann schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Ich schalte euch mal absichtlich hier auf die Facecam, denn das Ding ist tatsächlich so groß, dass man kaum etwas sehen kann. Den Karton lege ich jetzt mal weg und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich hoffe, dass ich das so rum richtig aufmache. Ja. Oh, hier. Und das sieht ja schon mal... Eieiei, das sieht ja richtig schick aus. Das ist ja mal... eine sehr schöne, übersichtliche Verpackung. Übrigens, was ihr nicht sehen könnt, der Karton, den ich hier eben so abgenommen habe, hat an dieser Stelle tatsächlich so ein Schaumstoff rangeklebt. Das ist genau die Stelle, die hier bei diesem Clip aufliegt. Der wird also dadurch dann quasi auch nicht zerstört, zerkratzt oder irgendwas durch den Karton. Also das finde ich sehr gut durchdacht. Das ist ja mal eine sehr edle Verpackung, also wirklich. Dann steht hier direkt beschrieben, oh, schaut euch das mal an, das muss ich doch ein bisschen zelebrieren, weil das habe ich ja noch nie erlebt, dass hier alles so drin steht. Also, fits to 1 bis 3 cm Monitor steht hier, das ist der Clip. Hier steht USB-Kabel dran, hier steht Micro-USB-Port, hier steht Lamp, also wissen wir schon, das ist die Lampe. Und dann steht hier auch gleich schon, was welcher Knopf ist. Und das finde ich natürlich ganz cool, weil hier steht Hold to gradually adjust the color temperature. Man kann an der Lampe verschiedene Farbtemperaturen einstellen, also von ganz warm 2700 Kelvin bis zu ganz kalt 6500 Kelvin. Und hier haben wir einen Sensor, der steuert die Helligkeit, die Lichtintensität der Lampe je in Abhängigkeit zum Umgebungslicht, wenn man das möchte. Hier kann man das Ganze sonst manuell einstellen, das steht auch hier. Manual Dimmer ist hier. Hier an der Stelle finden wir den Auto-Dimmer-Ein- und Ausschalter. Wenn ihr
also wollt, dass dieser Sensor automatisch dimmt, dann hier einschalten. Und hier ist die Power Tab. Also an und aus geht hier. Dann haben wir hier noch eine Art Garantiekarte. Die finde ich nun nach meiner anfänglichen Begeisterung für alles andere, die finde ich ja nun mal richtig schlecht. Die ist komplett nur in chinesischen Schriftzeichen. Die taucht ja mal für den deutschen Markt wieder gar nichts. So schön auch die Verpackung ist, hier das Ding könnt ihr euch auf jeden Fall schenken. Dann schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze hier aussieht, wenn es ausgepackt ist. Das fühlt sich sehr leicht an. Ich schalte euch mal auf die Facecam, dann könnt ihr das besser sehen. Ich werde das jetzt mal hier vom Kunststoff befreien. Das ist die Lampe und die hat hier die LEDs und man kann das so ein bisschen erkennen. Die ist nicht ganz rund, wie soll ich das sagen? Sie ist hier drin, kann man sehen, dass das ein bisschen schräg, also ein bisschen anders wirkt, als dass es eine runde Lampe sei. Die Spiegel sind da nämlich etwas anders angebracht und das wurde gemacht, damit die Lampe, wenn sie so auf dem Monitor scheint, nicht auf den Monitor scheint, sondern halt nur auf den Tisch leuchtet. Da bin ich mal gespannt, inwiefern das tatsächlich hinterher spiegelt. Das scheint auf jeden Fall ein durchdachtes Konzept zu sein. Also, das ist die Lampe. Dann haben wir hier den Clip und der ist wirklich sehr schwer, aber das Ding sorgt halt auch dafür, dass es letztendlich überhaupt hält am Monitor, denn das wird nicht irgendwie verschraubt oder verklebt oder irgendwas, auch nicht wirklich geklemmt, sondern einfach nur durch sein eigenes Gewicht soll das Ganze auf dem Monitor halten. Und ich glaube, das hält ganz gut. Also es ist schwer, aber gut. Und euer Monitor wird das bestimmt stemmen, da bin ich guter Dinge. Und wenn nicht, dann müsst ihr euch halt einen neuen Monitor kaufen. So, so sieht es nämlich aus. Das Ding sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Und dann haben wir hier, das will ich ja nicht loskommen, haben wir hier noch das USB-Kabel. Das möchte ich mal nicht zu sehr zelebrieren. Das ist ein ganz normales USB-Kabel. Das, meine Lieben, war auf jeden Fall das Unboxing. Jetzt kommen wir mal zum Hands-on. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn ich das am Monitor anbringe. Aber dafür muss ich kurz umbauen, denn so wie ich jetzt hier sitze, sitze ich direkt vor meinem Monitor. Der ist jetzt hier, aber ihr könnt ihn nicht sehen. Deswegen werde ich jetzt mal kurz umbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr Lieben, ich gebe zu, es ist alles andere als perfekt ausgeleuchtet und der Kamerawinkel könnte auch auf jeden Fall besser sein, aber das ist ja auch nicht mein Studio, sondern das Ganze ist jetzt zweckentfremdet. Ihr seht eigentlich genau den gegenüberliegenden Teil dessen, was normalerweise zu sehen ist. Kurz eine Vorstellung, hier ist mein Monitor, unten rechts steht der PC und hier habe ich dann die Beleuchtung, Tastatur, Mischpult und mein Stream Desk. Hier ist die Kamera, aus der ihr eben das Ganze gesehen habt und hier oben ist die andere Kamera, die habe ich mittlerweile weggemacht. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal hier auf dem Monitor etwas genauer an, beziehungsweise wir schauen uns den Monitor etwas genauer an und denkt dran, dies hier ist nicht das fertige Review, sondern einfach nur ein Hands-on, damit wir mal gucken können, wie das Ganze hier auf dem Monitor jetzt hält. So, und dafür stelle ich euch noch ein bisschen weiter ran an den Monitor und werde das Ganze mal wieder scharf stellen. So, und dann schauen wir doch mal. Jetzt klippe ich das mal so dran, wie ich das hier ranklippen sollte. Wie war denn das? So, das kann man ganz gut sehen, denn hier ist dann der USB-Port direkt, der guckt dann nämlich durch und dann soll ich das Ganze eigentlich hier nur noch an den Monitor dran machen. So, und scheint zu halten. Ich habe mir das Kabel schon mal hier verlegt und werde mir das jetzt hier mal holen. Und da haben wir schon das erste, guck mal, wenn ich hier am Monitor rüttel, die Lampe macht gar nichts. Das geht absolut gut. So, und jetzt sitzt das Ganze. Ich bin mal gespannt. Ah, hier, Ein- und Ausschalten funktioniert auch schon mal prima. Kann man das sehen im Monitor?
Ja, ihr könnt sehen, das, was ihr seht, ist, dass es hier in diesem silbernen Fuß spiegelt. Und zwar spiegelt die Lampe direkt in eure Kameralinse. Ansonsten, ich nehme das hier nämlich ehrlich gesagt gar nicht so wahr. Und das sieht doch schon mal sehr cool aus. Sehr geil. Und was mir am besten gefällt, wenn ich hier am Monitor rüttel, selbst wenn ich versuche, die in eine Schwingung zu kriegen, das klappt nicht. Die Lampe sitzt da richtig fest dran. Also dieser Halter hier, der bringt richtig was. Der ist richtig gut konzipiert. Das gefällt mir auf jeden Fall. So, ihr Lieben, hier unten bin ich. Ich hoffe, das Unboxing und dieser erste Eindruck mit dem Hands-On hat euch gefallen. Es wird natürlich noch ein ordentliches Review geben. Da gibt es dann auch schönere Bilder, Hochglanzaufnahmen quasi der Lampe. Aber hier war es mir erstmal wichtig, dass ihr seht, was ist in der Verpackung drin und wie kann man das Ganze montieren, wie einfach ist das. Und ich bin zugegebenermaßen sehr begeistert, wie die Lampe hier tatsächlich festhält. Die Frage ist halt, wie ist sie jetzt im Workflow, wie verhält sie sich da, wie gut kann man mit ihr arbeiten, blendet sie im Monitor, blendet sie mich, scheint sie den Tisch überhaupt richtig aus, das werde ich für euch alles testen und dann wird es ein ordentliches Review geben. Hier im Hintergrund läuft das Review zu der gleichen Lampe von Marco vom Kanal Kami.net, denn der hat das schon vor ein paar Wochen hochgeladen und ich selber bin mal gespannt, wie ist sein Review im Verhältnis zu meinem. Ich meine nicht, welches ist besser, sondern auf was achtet er und auf was achte ich und das könnt ihr dann ja auch beides mal vergleichen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und Marco natürlich auch, wenn er euch gefällt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Smart Life Crew High Five. Bis dann.